Da sind wir wieder zu einer neuen Aufnahme auf diesem Channel. Ja, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man mit dem Interact-Event arbeitet und dabei ganz schöne kleine Gadgets macht. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, schmeiße ich das nicht in den Listener rein. Warum nicht? Weil ich in diesem Fall den Listener extern haben möchte, damit ich weiß, dass das dieses Gadget werden wird. Das heißt, wir machen das einfach yellowfreaks 18. Ihr könnt das gerne in die Listener reinmachen, ihr könnt es aber auch gerne extern machen. Extern würde ich empfehlen, weil es dann übersichtlicher ist, weil ihr dann für ein Gadget eine Klasse habt, aber mehrere Klassen heißen auch größeres Plugin. Und dementsprechend ist es euch selbst überlassen. Ja, so. Yellowfreaks 18 Tutorial Punkt und dann in diesem Fall ist es dann machen wir es Gadgets und darunter machen wir jetzt einfach unser Test-Gadget. So, hier einfach wieder Implements Listener, weil wir halt Listener brauchen. Damit der ganze Scheiß läuft. So, den Listener implementieren, fertig. So, und jetzt müssen wir wieder einen Event-Händler machen. Und dann machen wir einfach Public Void, Void on Player Interact Event. Damit fragen wir das Interact Event ab. So. Damit könnt ihr mehrere Sachen abfragen. Das ist nicht nur dazu da, jetzt Items abzufragen. Deswegen müssen wir abfragen, if e.getAction gleich action.rightclickBlock oder. Also, diese Doppelhochstriche, die ihr mit SCG Alt und den Links-Rechts-Pfeilen bzw. diesem Hochstrich machen könnt, zwei zusammen heißen oder. Für die Leute, ich glaube, das habe ich noch nicht erklärt, deswegen, also das ist wichtig. Und dann fragen wir noch ab, action gleich, also gleich für ist gleich, action und right-click R. So, wozu jetzt die Abfrage? Beim Player Interact Event kann es durch mehrere Sachen gecrossed werden. Es gibt da einmal den Physical, damit können wir jetzt zum Beispiel Pressure Play, solche Druckplatten machen, womit man katapultiert wird. Es gibt aber auch halt die Möglichkeiten, damit den Left-Click abzufragen oder den Right-Click. Wenn wir ein Item halt in der Hand halten und das damit interagieren wollen, machen wir natürlich den Right-Click. Dementsprechend müssen wir das hier einmal abfragen. Das heißt Right-Click-Block, Right-Click-R. Wenn die Action in diesem Fall erst ist, fragen wir ab if. So, wir müssen die Player erstmal nochmal setzen, das ist auch dumm. Wir müssen hier einmal schreiben Player p gleich e.get Player. So. Und fragen wir hier ab if p.get Item in Hand .get Type gleich Material. Und als Material müssen wir halt raussuchen, was wir machen wollen. Wir sagen jetzt mal, wir nehmen einen Apfel. Einen Golden Apple. Okay, Golden Apple. So. Jetzt können wir natürlich hier direkt ihm eine Nachricht senden. Wir können aber auch tatsächlich ein Inventar öffnen. Und das ist das, was ich heute machen möchte. Ich möchte nämlich so zwei Sachen zueinander kombinieren, damit man hier ein bisschen schneller vorankommt. Das ist relativ einfach. Wir machen einfach Inventory Inf. Also auf dieser Variable werden wir unser Inventar am Ende setzen. Gleich Bucket.createInventory. So, dann seht ihr hier mehrere Möglichkeiten. Wir wollen jetzt diese Sachen machen. Als erstes den Owner, den setzen wir in diesem Fall auf 0. Also das ist, es gibt keinen Owner davon. Die Größe können wir jetzt 9 bis 6 mal 9 machen. 6 mal 9 müsste in diesem Fall 54 sein. Also 9 bis 54. 54 wäre ein Double-Chest-Inventar. 27 wäre das kleine Inventar, wie ihr es von einer normalen Kiste habt. 9 wäre halt ein übersichtliches, einzeiliges Inventar. Das heißt, ihr könnt immer eine Zeile machen. Ihr könnt jetzt nicht 5 angeben, das wird nicht funktionieren. Deswegen, da müsstet ihr es so machen. Wenn ihr ein anderes Inventar haben wollt, könnt ihr dann noch den Inventory Type adden. Aber das ist jetzt nicht mein Plan heute. Machen wir 9 und als Title machen wir jetzt mit Paragraph 4 Test. Paragraph 4 Test minus Inventar. So, und damit haben wir unser Inventar sozusagen erstellt, grundsätzlich. So, aber das Inventar ist noch nicht geöffnet, beziehungsweise sind noch nicht mal Items drin. So, dafür setzen wir inf.setItem. So, damit setzen wir in dem Inventar ein Item.
Das setzen wir jetzt auch an der Stelle 0. Es fängt nämlich immer mal an mit 0 zu 10. Das heißt, das Inventar, was 9 Plätze hat, hat Inventarplatz 0 bis 8. So, deswegen, 0 ist unser erster Inventarplatz. Und da machen wir, müssen wir einen neuen Item-Stack machen. Das können wir einfach ganz einfach machen mit New Item-Stack. Stack in Klammern Material. Machen wir mal Anvil. Und dann kann man jetzt hier hinter noch schreiben 64 etc. Wenn ihr das jetzt ein bisschen ausführlicher machen wollt, dass das halt noch größer ist, würde ich euch grundsätzlich empfehlen, dass ihr euch eigene Methoden schreibt. Warum eigene Methoden? Weil ihr, wenn ihr jedes Mal das komplette hier aufschreiben würdet, wie ihr das machen würdet, würde es halt Ewigkeiten dauern. Ich demonstriere es einfach mal an einem Aufbau. Das wäre jetzt Item Stack i gleich New Item Stack, Klammern Material.Anvil. Dann haben wir Item Meter gleich i.getItemMeter. Dann können wir, was Item Meter? Doch, ist es. So, dann können wir Meter.SetDisplayName. Können wir jetzt zum Beispiel sagen, Bar4 Test. Wir machen hier kein Ende, wir machen Best Bet draus. So, SetDisplayName. Test, dann Meta.set, ja, dann geht's hier jetzt weiter. Ihr könnt jetzt Add Enchantment machen, GetLore. GetLore ist an sich ganz interessant. SetLore. Um das Ganze zu machen, ja, würde ich vorschlagen, wir schreiben uns einmal eine eigene Methode in unserem Plugin-Utils, damit ihr auch schnell euch Inventar solche Sachen machen könnt. Dafür machen wir einfach Public Static Item Stack. Get Item Stack Display vor kurzem String Disp, also für Display Name Material M int A für Amount und String Lore 1 String Lore 2. Klar könnt ihr das jetzt noch größer bauen, ihr könnt es noch umbauen etc. Warum möchte ich jetzt genau das explizit so machen? Einfach aus dem Grund, weil ich eventuell noch in weiteren Sachen diesen Item Stack nutzen möchte und um das einfacher zu gestalten, mache ich das so. Dafür machen wir einfach wieder Item Stack i gleich New Item Stack, Klammern Material, und da kommt einfach nur m rein, weil wir es ja aus dem Item Stack m machen. Hier machen wir schon mal einen Return i. So. Dann machen wir i.setAmount. Das können wir hier einfach schon mal machen. Oder das können wir auch ganz zum Schluss machen, theoretisch. Aber machen wir einfach so. Das setzen wir jetzt hier unten drunter vor, als wirklich als letztes. So, dann machen wir ItemMeter, IMeter gleich i.getItemMeter. Die ItemMeter sind die Daten, die sozusagen in der ItemMeter enthalten sind. Das ist sehr viel Info. Also, das sind dann einfach diese Daten wie Display Name. Und darunter seht ihr manchmal bei den Items, dass da drunter noch solche Zeilen sind bei GOM oder so, eine Beschreibung. Das sind dann diese Lores. Dafür haben wir diese Strings. An sich ist das eine Arraylist. Deswegen wird es auch ein bisschen spannender. Kommen jetzt nämlich gleich die Lore. So, dafür machen wir uns einmal Arraylist Lore gleich New Arraylist. Aber kurz, das muss aber eine List. List Lore. Ich nehme Arraylist, so. So. Aber bin ich dumm? Was meint ihr da für Fehler? Ist. Ah ja, genau. Mit dem String muss das so sein. So, ich bin verplant. Also List, Klammern String. So. Dann Lore. Dann if und dann fragen wir lore 1 auch so gleich null. Also wenn ihr da oben null eingebt, dann wird die halt nicht hinzugefügt. Lore.add und dann lore 1. Das gleiche für if lore 2. Das können wir einfach eigentlich kopieren hier. Fragen wir ab nach lore 2 und setzen lore 2. So. Jetzt können wir machen if lore.size größer 0 imeter.setLore lore. So, damit übergeben wir dann halt diese Lore.
an unser Item. Das heißt, ihr könnt jetzt halt in der ersten Zeile dann hier Lore 1 schreiben, in der zweiten Zeile schreibt ihr Lore 2, das demonstriere ich gleich. So, dann machen wir imeter.setDisplayName. In diesem Fall Disp. So, dann machen wir i.setItemMeter. Das müssen wir nämlich jetzt auch noch übergeben. imeter, so. Und jetzt haben wir unsere Übergabe. Es sieht jetzt ein bisschen unübersichtlich aus. Ich hoffe, ihr versteht das einigermaßen. Also Lore 1 ist in diesem Fall unsere erste unsere erste Beschreibungszeile. Das ist unsere zweite Beschreibungszeile und dann enden wir es hier hinzu. Wir können natürlich auch noch eine dritte hinzufügen. Grundsätzlich brauchen wir maximal zwei, deswegen, und damit das nicht ewig lang wird, mache ich es so. Also, dann gehen wir jetzt auf unser Test-Gadget und da machen wir den Kram raus, weil das einfach, wie ihr seht, wenn wir das jedes Mal, was wir hier unten geschrieben haben, jedes Mal diese Zeit, diese Länge hier reinschreiben würden, es würde unübersichtlich werden. Deswegen machen wir weiter. Da schreiben wir in.setItem dann an die Stelle 1 und da machen wir einfach mal unser Plugin-Utils und getItemStack. Da machen wir jetzt einfach den Display-Name Paragraph 4 ItemStack-Methode, damit wir wissen, welches von der ItemStack-Methode kommt. Material.bed machen wir hier draus. AS1, für die Lore schreiben wir ein wunderschönes, dann machen wir die zweite Lore auch noch, Bed. So, und damit hätten wir es. Und dann können wir das hier nämlich zum Beispiel rausnehmen, weil wir es gar nicht mehr brauchen. So, jetzt haben wir es gesetzt. Dann machen wir einfach p.openInventoryInf. So, und damit hätten wir schon mal unser zweites Inventar. Und um das Ganze jetzt zu vervollständigen, müssen wir noch einen zweiten Listener machen, nämlich der Player-Inventory-Click-Event. Wofür ist das wichtig? Es ist dafür wichtig, dass wenn jetzt jemand auf die Items klickt, dass wir dann auch eine Interaktion machen können. So, dafür machen wir mal public void on player inventory click event. Oder war, nee, es war inventory click event, glaube ich. Inventory click event E. Ja, inventory click event E. Dann machen wir gleich player P. Und das ist gleich e.getWhoClicked. GetWhoClicked. Genau. Warum GetWhoClicked? Weil es GetWhoClicked heißt. Das ist eine Human Entity, die übergeben wird. Deswegen müssen wir es noch addCastToPlayer. Also zu einem Player casten. Und damit haben wir es. So. Und fahren wir jetzt erst ab if e.getInventory.getDisplay. Ja. GetTitle. Schon. Title.equals ignore case, bitte kein gleich verwenden. Gleich sind Operatoren, die für ints oder diese Abfrage für 0 verwendet werden, aber nicht für Strings. Denn gleich fragt in diesem Fall nicht ab, ob es equal ist. Und in diesem Fall ist das wichtig, denn wir wollen ja schließlich abfragen, ob es auch wirklich Testinventar heißt und auch mit Paragraph 4 so geschrieben wurde. Deswegen equals ignore case bitte. Also in diesem Fall nur dieser Fall ist erlaubt. Ne, also dafür ist nicht Paragraph 5 steht, dann fällt das raus. Dafür ist das wichtig. So, haben wir den Title, haben wir es abgefragt, wenn es das ist, dann fragen wir ab if in Klammern e.getCurrentItem nicht gleich null. Dann fragen wir ab if in Klammern e.getCurrentItem.getType nicht gleich null. Weil wir haben ja auch Plätze, die halt null sind und wir wollen halt keine Fehler in unserer Konsole bekommen, deswegen fragen wir es halt ab. Dann fragen wir ab if e.getCurrentItem, dann könnt ihr auch DisplayNames abfragen, das möchte ich aber in diesem Fall nicht. .getType gleich material.anvil. Da machen wir dann einfach in diesem Fall p.closeInventory, damit können wir ihm das Inventar wieder schließen, dem Spieler. Und p.sendMessage tutorial.prefix plus du hast den. Und das können wir auch noch was Interessantes machen. Also wir machen das mal mit Paragraph 7 hier vorne. 7. Paragraph 6. Und hier können wir uns nämlich mal das machen. Plus e.getCurrentItem.getType
Anführungszeichen toString. So, jetzt können wir uns nämlich dazwischen mal den Namen des Items ausgeben lassen. Du hast den Anvil, würde dann rauskommen. Sieben angeklickt. So. Das wäre jetzt zum Beispiel, dass wenn wir den Anvil anklicken, jetzt machen wir noch eine Else-Abfrage. Dafür kopieren wir einfach den Kram und schreiben davon Else. Hier haben wir jetzt die Anvil-Abfrage. Das andere war mein Bett, was wir gemacht haben. Das heißt, hier kommt dann am Ende Bett raus. Aber hier müssen wir halt nichts verändern, weil es ja das e.getCoolItem ist und das ist ja immer das gleiche. In diesem Fall. So, dann speichern wir das Ganze ab. Gehen auf unsere Plugin-Utils und packen da zu dem, unter den Desk-Listener einfach mal unser neues Test-Gadget rein. Test-Gadget. So. Dann exportieren wir den ganzen Kram mal. So, exportiert. Test-Server, den starten wir. Dann starten wir unser Minecraft. Und dann wollen wir doch mal das Ganze austesten. Dafür starten wir Minecraft in der 1.8.9. Ihr seht, das Tutorial hat sich ohne Probleme wieder mal gestartet. Gucken gleich nochmal auf Fehler, aber ich glaube, dass da kein Fehler sein sollte. Aber man weiß ja nie. Wir wissen, dass der online ist. So. Wir sind auf dem Server wieder drauf. Wir gehen einmal in Game Mode 1. Game Mode 1. Geben uns einen goldenen Apfel. Den finden wir hier. Gehen wir in Game Mode 0. Schönheitshalber klicken drauf. Und ihr seht, es öffnet sich ein Inventar. Hier seht ihr Item Stack Methode, ein wunderschönes Bett. Na, das ist so sieht es dann aus, wenn ihr das wäre. Also die Lore wäre ein wunderschönes Bett. Item Stack Methode ist unser Display Name. Anvil seht ihr, das wäre das normale Anvil. Und dann steht hier, du hast den Anvil angeklickt oder du hast das den Bett angeklickt. Okay. Das könnte man auch verschönern. Jetzt habe ich den Goldäpfel. Oder dafür gegessen hat Brust. Das war jetzt nicht mein Plan. Das können wir auch nochmal eben verhindern. Deswegen Employer gehen wir einfach so hin. So, und damit das nicht den, damit wir nicht aus Versehen nicht den gerade essen, machen wir e.set cancelled true. Damit canceln wir das Event. Das heißt, das Ganze wird wir essen nicht aus Versehen des Dingens. So. Machen wir einen Reload. So, slash Game Mode 1. So, ich möchte mich nicht das nächste Mal den goldenen Apfel essen. 0. Ihr seht, der springt direkt wieder zurück. Na, nee, wir können ihn nicht essen. Ist nicht möglich. Ja. Ja, und das wäre halt die ganze Methode. Damit habt ihr jetzt euer erstes Testinventar erstellt mit Item Stack Methode. Ihr könnt sogar was damit ausgeben. Ja, das ist dann noch recht lang geworden heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder folgt einfach, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video hier von den Tutorials. Ja, und mein Plan ist als nächstes eine Druckplatte wie der Lobby zu machen, wo man mit weggeschossen wird. Ja, und das ist mein Plan fürs nächste Mal. Und bis dahin, tschüss.